Ja, moin Leute und willkommen zu einer neuen Reihe. Und zwar sind wir hier im Planet Crafter. Der eine oder andere hat sich das von euch gewünscht und da habe ich jetzt gedacht, werden wir es mal installieren, werden uns das Ganze mal angucken. Ich habe keinen Plan, was ich machen muss. Ich weiß nur, wir müssen den Planeten irgendwie grün kriegen und ein bisschen Sauerstoff, Luft, tralala, pipapo, ne? Aus dem Ödland müssen wir was Schönes hinbekommen. Ich bin es eher gewohnt, Planeten zu zerstören. Das kriege ich ganz gut hin. Wie das jetzt hier funktioniert, keine Ahnung. Okay, also wir starten in dem Dingens hier. Was gibt's denn hier so? Da gibt es einmal was zum Lesen. Willkommen auf deinem zugewiesenen Planeten. Deine Mission ist es, den Terraforming-Prozess dieser Welt voranzutreiben. Erzeuge dazu O2, Hitze und Luftdruck. Erreiche zuerst 175.000 Ti und erschaffe eine blaue Atmosphäre. Das kriegen wir... Ja, ich glaub's nicht. So, dann haben wir eine Kiste. Da ist Zeugs drin, das ist schon mal cool. Und da haben wir... Ah, okay, da haben wir Herstellungsding. Und wir müssen was herstellen. Eine Stelle her, einen Rucksack, Sauerstofftank und ein Konstruktionsschiff. Rucksack. Brauche ich Eisen? Kobalt, Eisen, Magnesium. Ah, zerlegen, Taschenlampe. Okay, dann gucken wir mal. Wir müssen also erstmal sammeln. Hier sowas. Kobalt. Okay. Was ist das? Silizium. Nehmen wir mit. Eisen. Eisen. Eis. Brauchen wir das? Brauchen wir Eis? Keine Ahnung. Eisen. Eisen. Magnesium. Titan. Magnesium. Magnesium. Ja. Ja gut, bauen wir mal Rucksack. So, das heißt, herstellen. Wir brauchen einen Rucksack. So, ausrüsten Rucksack. Einfach nur draufklicken, okay. Oh, wir haben ja Platz, gut. Herstellen Sauerstofftank. Ja, ein Kobalt fehlt uns noch. Kobalt war das Blaue. Okay. Kriegen wir hin. Sauerstofftank. Die müssen wir wahrscheinlich auch wieder anlegen. Ja. Müssen wir auch anlegen. Herstellen Mikrochip. Was brauchen wir dafür jetzt? Mikrochip-Konstruktion. Silizium fehlt uns nur noch. Dann können wir den herstellen. Silizium. Silizium. Das war dieses flache, dunkle Zeug, ne? Das ist Magnesium. Silizium. Müsste das da sein, oder? Ja. Was ist hier jetzt los? Wind oder was? Oh, ein bisschen Sturm, okay. Kriegen wir hin. So, Mikrochip-Konstruktion haben wir. Ausrüsten kriegen wir hin. Und jetzt geht's los mit Herstellen Wohnabteil. Wie mache ich das? Wie mache ich das? Akku bauen, okay. Ah, brauchen wir Eisen. Eisen, 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 Titan. Eisen und Titan. Sollten wir hinkriegen. Eisen. Eisen. Titan. Das ist so ein Häufchen. Okay. Okay, okay, okay. Eisen. Finden wir noch so ein Titan irgendwo? So ein komisches Häufchen. Das ist Eisen. Sieht nicht gerade gut aus. Da. Titan. So. Dann bauen wir jetzt Häuschen. Da oben, was ist das Blaue da hinten? Ah, das könnte so eine Kiste sein, ne? Wir haben doch auch so ein Dingens. Genau. Oder? Könnte. Doch, könnte sowas sein. Wohnabteil. Gut, bauen wir. Ja, da oben hin. Perfekt. Ich denke mal, das macht Sinn, wenn wir das irgendwo hinbauen, wo es recht flach ist. Können wir das auch drehen? Nee, nicht wirklich. Na komm, wir bauen es einfach mal jetzt hier. Oh, jetzt hängt es in der Luft. Und wo geht's hier jetzt rein? Herstellen, Wohnabteiltür. Okay, okay. Oh, wir brauchen Sauerstoff. Das heißt, erstmal in unsere Kiste hier rein. Wohnabteil Tür. Brauchen wir wieder Silizium.
Macht es Sinn, wenn ich vielleicht gleich mehrere Wohnabteile baue? Was, nicht genügend Energie? Für was denn? Ich brauche doch keine Energie. Titan, Eisen, Silizium, Eisen, Eisen, Silizium, Titan wäre nochmal klasse. Dann könnten wir uns vielleicht noch so ein Wohndingens bauen. Oder vielleicht auch gleich zwei oder drei oder vier. Ich habe eh keinen Plan, wie das dann, ne, aussehen sollte am Ende. Ach, schon krass. Ich hoffe ja, dass wir den irgendwann grün bekommen, den Planeten. So, jetzt mal gucken. Also ich will erstmal Wohnabteile haben. Da eins und machen wir gleich am besten noch eins dahin. So, und in die Mitte machen wir eine Tür. Ja, geht schon. Boah, geil. Ich glaube, da machen wir noch eine Reihe hinten dran. Können wir noch so Dinge bauen? Eisen. Ah, Silizium nehmen wir auch mit. So, warte mal. Wie war das? Q? Kriegen wir noch eins hin? Jetzt fehlt Eisen und Titan. Eisen und Titan. Eisen. Warte mal. Zwei. Drei. Eins. Davon brauchen wir zwei. Ah, sehr gut. Und noch ein Eisen fehlt uns. Dann kriegen wir wenigstens ein Sixpack hier als Häuschen hin. Nicht genügend Energie. Ja, da kommen wir doch auch noch dazu. Ich will doch erstmal bauen. Bauen. Bauen ist viel wichtiger. Was ist hier los? Ah. Das ist ja dann doof. Dann machen wir das so. Ziehen wir es. Hier ist Platz. Ja, kriege ich noch eins hin? Nein, jetzt fehlt alles. Okay, das gibt doch ein bisschen Chaos. Das heißt, nach da können wir nicht erweitern, ne? Genau, da geht's nicht weiter. Geht nur noch in die Richtung weiter. Nach da und hier nach da. Gut, herstellen Bohrer T1. Kriegen wir hin, glaube ich. Bohrer. Titan und Eisen. Ah, super. Titan und Eisen. Das hätte man es nicht schon genug in den Fingern gehabt. Gehen wir erstmal ein bisschen was sammeln. Dann baue ich auch mein Häuschen weiter. Titan. Titan, ja, jetzt kommt aber Titan zum Vorschein. Eisen. 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 Noch mehr Eisen. Und da ist noch ein Titan, nehmen wir auch noch mit. So, und dann bauen wir erstmal diesen Bohrer. Sehe es auch kommen, das ist bald alles weggelootet hier. Wie groß gehen eigentlich die Stack? Ach so. Das ist ja blöd. Okay. So, wir sollen aber einen Bohrer bauen. Den stellen wir irgendwo. Da könnten wir noch eine Reihe dran bauen. Das heißt, das will ich mir nicht verbauen. Dann bauen wir uns doch den Bohrer einfach hier hin, oder? So. Was ist da los? Keine Energie. Wir brauchen Strom. Strom. Erzeugt Energie, bla bla bla. Ja, 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 ja. Die bauen wir uns hier hinten hin. Bauen wir uns gleich mal zwei. Keine Lust, der Energie hier hinterher zu rennen. Herstellen Bildschirm mit Terraforming. Brauchen wir Kobalt. Kobalt, das war das Blaue. Das findet man ja überall. Eisen nehmen wir auch wieder mit, wenn wir es schon hier haben. Und
vielleicht nochmal ein bisschen mehr von dem Kobalt. So. Ach, da ist ja auch noch einer. Können wir bestimmt gebrauchen. Okay. Das heißt, wir bauen jetzt erstmal einen Bildschirm. Kann man den an... Nee, an die Wand hängen geht nicht, ne? Oh, doch geht. Man muss ihn ja nur drehen. Dann machen wir den uns doch in den Eingang, oder? Dass, wenn wir reinkommen, gucken wir direkt auf den Bildschirm. Hat was, oder? Ah, da haben wir jetzt, okay, Sauerstoff, Wärme, Luftdruck. Luftdruck wird gerade gemacht, das macht, glaube ich, dieser Bohrer. Terraforming 14 Ti. Herstellen Bildschirmbaupläne. Ja, kriegen wir auch hin? Nee, kriegen wir nicht hin. Ah, den muss man hinstellen. Gibt's da vielleicht einen Tisch? Schreibtisch hier davor. Oh, ich glaube aber jetzt haben wir den im Bild stehen, ne? Shit, das ist eigentlich blöd. Konnte ich nicht irgendwo ein Ding herstellen mit Zerlegen? Ging doch auch irgendwo. War doch hier das Ding, ne? Magnesium, 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 Magnesium war das Zeug da. Ein Zerlegungschip. Zerlegen, okay. So, das heißt... Oh, jetzt können wir auch nichts weiter mehr machen. Aber jetzt kann ich doch meinen Tisch abbauen, oder? Oh. Aber ich habe mein Material zurück. Ah, geil. Das ist cool. Ja, dann bauen wir uns... Wartet mal. Nach hier ging ja nicht mehr, ne? Dann bauen wir uns jetzt hier unsere Schaltzentrale rein. Das heißt, wir bauen uns einen Tisch hier hin. Und dann halt noch weitere Tische vielleicht hier entlang. Müssen wir mal gucken, wie wir es... So, dann haben wir hier den ersten Bildschirm. Was kann der? Baupläne. Ah, das heißt, desto mehr wir von dem Zeug gesammelt haben, desto eher schaltet der Zeug frei. Okay. Auch mal gut zu wissen. Cool. Was ist das denn? Biodom. Och, geil. Also das wird ja echt noch geil. Herstellen eine Heizung T1. Iridium und Silizium. Okay, und was war das andere noch? Herstellen eine Wegetube. Wegetube. Brauchen wir Eis und Magnesium. Iridium habe ich noch keins gesehen. Das war ja Magnesium. Das war Eis. Aber Iridium habe ich noch keins gesehen. Machen wir hier unsere Öko-Pflanzen-Dingens-Teil dahin. Wegetube. So, und wie funktionierst du jetzt? Da muss... hatten wir da nicht? Muss nochmal in unser altes Raumschiff und mal gucken. Weil ich glaube... Ja doch, da war was. Ah, da haben wir auch Wasser. Essen. Ich glaube, Wasser ist ganz gut. Wo kriege ich denn das eigentlich her? Eisschmelzen vielleicht. Hm. Das heißt, hier schmeißen wir jetzt den Samen rein. So, und was kriegen wir jetzt? Jetzt müsste es doch eigentlich auch... Sauerstoff stellt er jetzt her. Okay. Ach, da oben jetzt zählt es hoch. Okay, okay. Okay, aber wo kriege ich jetzt die Heizung her? Warte mal, was brauche ich da dafür? Iridium. Wo kriegt man Iridium her? Gute Frage. Und wie heile ich mich? Ja, irgendwie Heilung? Heilpäckchen? Stellt Gesundheit wieder her. Perfekt, komm, renne mit. So, und dann? Können wir noch mehr bauen? Ne, das haben wir schon alles. Ist halt auch blöd, dass ich hier so mal hier rüber rennen muss. Wo kriegen wir Silizium her?
Ich glaube, wir nehmen uns mal so eine Sauerstoffflasche mit. Oder vielleicht ein paar mehr. Und dann gehen wir mal spazieren, gucken uns mal um. Da ist doch auch eine Kiste oder irgendwas. Vielleicht haben wir da dieses Iridium drin, wenn wir Glück haben. Hm. Ich weiß halt nicht, ob Ressourcen in so Kisten auftauchen oder ob das irgendwelche Nahrung und so ein Zeugs. Oh. Oh. Aber das Zeug, ey, da ist mein Inventar ja gleich voll. Obwohl, dann könnten wir doch das mitnehmen, das mitnehmen, das mitnehmen. Dann gehen wir nochmal zurück und erweitern gerade das Häuschen. Dann ist nämlich ein bisschen Zeug wieder weggebaut. Solange wir hier noch keine Lagermöglichkeit haben. Ich glaube, da macht es auch keinen Sinn, alles irgendwie ganz willkürlich einzusammeln. Macht wenig Sinn wahrscheinlich. So, hier geht ja nichts mehr dran. Aber wir hatten ja gesagt, in die Richtung erweitern wir jetzt. Das heißt, so ein... Geht noch eine? Ein Eisen fehlt noch. Eisen. Eisen, wo bist du, Eisen? Ah, ich sag ja, wir haben hier bald alles weggefarmt. Was war das? Neuen Bauplan erhalten. Sauerstofftank T2. Okay, das hört schon mal gut an. Okay, das ist geil. Das heißt, wir können jetzt einen neuen Sauerstofftank herbauen. Wir sollten... Aber dann gehen wir rein, dann brauche ich den Tank nicht wegzunudeln. Dann machen wir das so. Ja. So. Und hier bauen wir gleich noch einen dran. So, und das können wir nach hinten noch ordentlich erweitern. Vielleicht gibt es dann irgendwann Möglichkeiten, Aufzug, Rampe, keine Ahnung, dass man noch hochkommt. Sieht auch schon ganz gut aus. Wir haben 100 TI, hier schon Terraforming. Und wir haben ein volles Inventar. Kann ich das nicht? Ah, wir gucken mal, was man für den Sauerstoff... Kann ich nicht? Kann man nicht irgendwie... Herstellungsstation. Eisen und Silizium. Bauen wir doch. Silizium. Eisen, 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 Eisen. Es fehlt uns wieder Eisen. Hier ist echt bald alles weggelootet. Bauen wir uns doch so eine Station direkt hier zu unserem Schreibtisch. Müssen wir nicht jedes Mal da in den Kasten reinspringen. Ah ja. Guck mal, passt doch bestimmt. So ein bisschen gedreht. Da in die Ecke. Sehr geil. So, Sauerstofftank 2. Brauchen wir Silizium und Magnesium zweimal. Silizium und Magnesium. Silizium und Magnesium war das spitze Zeugs. Da brauchen wir zwei Stück. Das da. Einmal. Zweimal. Und da müssen wir noch diese Heizung bauen. Aber oh, da habe ich noch dieses Zeug da, das Silizium, noch nicht gesehen. Ah, werden wir auch noch kriegen. Sauerstoff, ich habe doch einen. Achso, den muss ich wahrscheinlich... Oh. Klasse. Oh, da können wir doch hier die Kiste mal nutzen. Schmeißen wir jetzt das Zeug alles mal da wieder rein. Können wir ja holen, wenn wir es brauchen. So, und den ablegen. Erhöht die Sauerstoffkapazität. Sehr gut. Was können wir noch herstellen? Taschenlampe geht aber noch. Exoskelett erhöht das Equipment Limit. Cool. Magnesium und Silizium. Kriegen wir. Magnesium und Silizium. Ah. Warte mal, Magnesium stand hier vor der Tür. Silizium hatte ich hier auch irgendwo liegen sehen, da vorne. Okay, dann bauen wir uns das Exoskelett doch auch gleich. Jetzt Inventargröße. Ach nee, das Ding wird größer. Okay, das ist geil. Das ist gut, weil dann kann ich mir auch mal hier so eine Taschenlampe herstellen. Silizium und zweimal Magnesium.
Silizium und zweimal Magnesium. Ich glaube, wir sollten eigentlich die Mission machen, ne? Aber ich denke mal, es ist nicht verkehrt, wenn wir uns ein bisschen vorbereitet haben. Magnesium, dann haben wir noch Silizium. Und ich glaube, wir rennen doch gerade mal da zu der Kiste. Die lächelt mich schon die ganze Zeit an. Ui. Ach, guck doch mal, wir haben Iridium. Wir haben Iridium. Ja, super. Ah, das können wir trinken. Das können wir eigentlich... Na, nehmen wir mit. Wir haben Iridium. Wie viel brauchen wir denn jetzt eigentlich für die Heizung? Ich glaube, 2, ne? Da brauchen wir jetzt erst die Heizung. Taschenlampe ist nicht so wichtig. Wir haben Iridium. Wie geil ist das denn? So. Ach so, das geht ja hier. Können wir sogar bauen. Ach, der gehört auch hier rein. Also dann stellen wir den hier. Ah, wir stellen den... Komm, wir machen hier so eine Heizungsarmada hin. Oh, Strom ist aus. Ich gehe mal davon aus, dass wir uns dann wieder... so ein Ding bauen sollten. Ich baue gleich mal... Ja, okay. Ich wollte gerade sagen, bauen wir doch gleich 2, warum nicht? So, und du, was machst du jetzt? Du machst einfach Energie, Wärme, tralala, ne? Das heißt, wir haben jetzt alle 3 Sachen schon mal. Cool, das heißt, ja, haben wir bald unseren blauen Himmel. Sehr schön, fertig. Spiel durchgespielt. Huhu. Oder auch noch nicht. So, was können wir noch so für ein Kram bauen? Ey, mit einem Eisen können wir uns noch ein Energiedingens bauen. Tablet-Teil. So, gehen wir mal. Macht es Sinn, mehrere Bohrer hinzustellen? Dann geht das doch auch schneller, oder? Holen wir erstmal ein Eisen. Kriege ich irgendwie Schaden? Nee, ne? War da auch noch Zeug drin. Was wir wieder nicht mitnehmen können. Ey, das ist so schlimm mit dem Inventar. Ich hoffe ja, dass man das auch irgendwie erweitern kann. Aber guck mal, unser Terraforming-Index ist schon bald bei 300, wenn es so weitergeht. So, gehen wir erstmal dahin. Und schmeißen das mal raus und das mal raus. Damit kann ich jetzt gerade nichts anfangen. So, und dann bauen wir unseren zweiten Bohrer. In der Hoffnung, dass es schneller geht. Und wir wollten nochmal Windkraft bauen. Dass es schneller geht. Und ich baue noch so ein Pflanzending. Ach nee, da brauchen wir ja Samen. Und da weiß ich noch nicht, wo wir die herkriegen. Außenlampe, Außentreppe. Und den Monitor ist halt die Frage. Brauchen wir den? Brauchen wir den nicht? Ich habe keinen Plan. Gehen wir noch ein Eisen holen und bauen den. Für irgendwas muss er ja gut sein. Na, alles an Eisen abgefarmt. Nichts mehr da. Doch, da haben wir noch eins. Das Silizium ist auch nochmal Silizium. Ich sehe schon, komm, wir müssen 100.000 Kisten bauen. Oh Mann. So, das heißt, Monitor für Energieverbrauch. Den machen wir uns hier hin. Ah, shit. Geht nicht so schön, wie ich mir das dachte. So, das heißt... Ah, da, okay. Mhm. Cool. Wann kriegen wir jetzt hier irgendwas? Ab 300, also da kriegen wir gleich einen Rucksack T2. Cool. Das dauert noch ein bisschen. Das... Ach, dauert auch noch. Und hier gibt es bald auch wieder was. Aber wir haben unseren Rucksack T2. Was brauchen wir für den Rucksack? Will ich haben. Juhu. Rucksack, Rucksack. Brauchen wir eigentlich nur einen Rucksack. Dann legen wir den mal... Oh.
Ich glaube, wir müssen Platz machen. Und ich glaube, die Kiste war voll. Oh. Kann ich das Zeug einfach irgendwie mal rausschmeißen? Ah, sehr schön. Ja, Brauneisen. Oh, das sieht schon besser aus, okay. Und wenn wir können, gleich die Taschenlampe. Habe ich noch Magnesium hier oben fliegen? Komm, ein Magnesium, dann können wir die Taschenlampe noch bauen, dann ist das Dingens hier mal komplett. Dunkel war es ja hier jetzt noch nicht, ne? Nee. Wüsste ich was davon. Eisen nehmen wir auch wieder mit. Kann ich nämlich meinen Container noch mal ein bisschen vergrößern hier. Da war das. Taschenlampe. Cool, funktioniert. Sehr schön. So, das heißt, wir haben jetzt noch einen Haufen Müll einstecken. Ich denke mal, es wird Sinn machen, vielleicht mehrere von den Dingern hinzustellen, weil umso schneller die Dinger produzieren, umso schneller haben wir unseren Planet. Brauchen wir wieder Eisen. Und dann müssen wir wahrscheinlich hier eh mal erkunden gehen. Wird wahrscheinlich noch das eine oder andere geben, was wir noch nicht gefunden haben. Aber sieht doch zum Anfang schon mal ganz gut aus. Könnte etwas werden. Wir haben bald 500 TE da oben schon stehen. Achso, ich wollte ja noch so ein Dingens hier. Ne? Ja. Mal 4 Stück. Ich denke, das reicht erstmal. Kann ich jetzt einen Container? Na, Wir haben keinen Strom mehr. Reicht's noch für einen Container? Ich würde noch ein paar Container dran basteln. Jetzt fehlt wieder Eisen. War ja klar. Ich habe so das Gefühl, das ist alles so ein bisschen klein. Bevor wir uns da drin alles verbauen, lieber gleich ein bisschen größer machen, die Kiste, oder? So, und was hat er jetzt erforscht gehabt? Da müssen wir jetzt auch nochmal gucken. Irgendwas Neues war da gerade. Boah, guck mal, wie riesig das mittlerweile wird. Naja, ich denke, wir brauchen noch einige von den Pflanzdinger dann irgendwann. Da brauchen wir noch ein paar von denen. Also da wird noch das eine oder andere kommen. Was können wir denn jetzt neu? Was waren das jetzt? Den haben wir schon, das haben wir auch alles schon. Die Dinger haben wir auch alles schon. Ach, eine Wohnabteilfenster. Wenn man es braucht. Was gibt's da noch so? Solarkollektor. Oh, Rucksäcke gibt's größere noch. Und es gibt auch Schränke. Okay, das hört sich gut an. Und hier sind wir dann bald bei... Ah, das dauert noch. Sauerstoff, Sauerstoff. Ach, das sind die Pflanzen, okay. Wegetube T2 produziert halt mehr. Dauert aber auch noch. Und hier ist dann Bohrer T2. 1,20 UPA. Okay, das dauert auch alles noch. Okay. Das heißt, wir brauchen wahrscheinlich noch viel mehr von dem ganzen Zeug. Aber das sieht schon ganz gut aus, wenn man guckt. Da geht's ja in kleinen Schritten hoch. Hier kriegen wir jetzt schon fast 0,8, 0,3, 0,1. Sauerstoff ist halt noch ein Problem.
Luftdruck sind draußen die Bohrer. Haben wir 4 Stück, macht 0,8. Sieht schon ganz gut aus. Pflanzen bräuchten wir. Aber gut, ich würde sagen, wir sind bei 30 Minuten angekommen. Ich denke mal, in der nächsten Folge werden wir uns mal ein bisschen umschauen. Mal gucken, was wir noch so looten können. Vielleicht finden wir auch hier noch ein bisschen Samengedöns. Oder Silizium, dass man auch ein bisschen die ganze Geschichte anheizen kann. Ansonsten, ihr kennt das Spielchen, Daumen nach oben, abonnieren, kommentieren. Ja, und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis denn und tschüss.